Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Ich bin noch im Pausemenü, ihr wisst warum. Wir werden uns heute die Aquaristik-Ausstellung sichern. Einmal auf die Tür klicken. Hier kannst du weitere Standorte dazu kaufen, um dein Aquarium-Imperium aufzubauen. Ich muss immer an Pinky and the Brain denken. Du kannst ständig zwischen ihnen hin und her wechseln. Die Rückkehr zu den alten Orten, um Geld aus dem Verkauf von Fischen zu erhalten, ist die Grundlage für ein gutes Geschäft. Aha. Okay, Aquaristik aus. Also das ist jetzt das. Das ist mein Laden. Aber ich darf da doch rein. Ach so. Ach. Deswegen die 10.000. Ich brauche 10.000, um die zu kaufen. Aber das sieht schon geil aus hier, ne? Aquaristikausstellung. Gehen wir mal dahin. Exhibition. Unlock the Aquarium Exhibition Location. Ah. Willkommen zur Aquaristikausstellung. Bereite schöne Aquarien vor, damit die Ausstellung mehr Besucher anzieht, sodass du noch mehr Geld verdienst und dein Prestige erhöhst. Viel Glück. Okay. Ja, ich weiß gerade gar nicht so genau, wo ich eigentlich hingucken kann und will und soll und überhaupt. Wir machen hier erstmal ganz schnell. Ja, ich weiß. Wir machen hier trotzdem ganz schnell mal eben einen Screenshot von. Damit wir was haben als Coverbild und dann gucken wir mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich überhaupt machen kann. Moment, hier kann ich noch was kaufen. Also, ich denke mal, das hier drumherum, das muss ich so lassen, ne? Da kann ich nichts mehr machen. Das ist einfach nur so als Deko quasi hier. Alte linke Maus. Ja, das ist Müll. Haben wir hier den Mülleimer? Wahrscheinlich nicht. So, Müll erstmal direkt in den Eingangsbereich, damit die Leute auch genau wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. So. Hier kann man wahrscheinlich dann die Aquarien draufstellen. Sieht hier so hochglanzpoliert aus. Ach, da ist ein Mülleimer. Das kostet 700. Ja, ich weiß ja jetzt gerade noch nicht, was ich überhaupt machen kann und soll. Ist der jetzt dabei? Nee, wieso hat der nicht aufgenommen? Hallo? Nimm den auf und wirf den weg. Können doch nicht den ganzen Müll hier stehen lassen. Okay, ich habe auch schon mal das Wasser gesehen. Ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Geh zum Arbeitstisch, das könnte auch der sein, und kauf dein erstes Aquarium. Ich kaufe erstmal ein Aquarium. Mal gucken. So. 200. Ja, das ist der Arbeitstisch. Die Uhr zeigt dir, wie viel Zeit du noch bis zur Eröffnung der Ausstellung hast. Bis dahin versuchen deine Aquarien so schön wie möglich zu dekorieren. Also das gleiche in grün quasi. Wenn du keine Zeit für alles hast, mach dir keine Sorgen. Dann werden die Arbeit in den nächsten Tagen beenden. Dein Arbeitsplan. Bienen werden die Arbeit in den nächsten. Deine Bienen oder was soll das heißen? Keine Ahnung, ich hab's jetzt irgendwie nicht so. Ah, oh Gott. Gut, wir nehmen erstmal das edle Helle. Ich muss ja hier jetzt schon wieder alles neu kaufen, ne? Das und das. So. Warum ist mein Arbeitstisch hier eigentlich so verkratzt und dreckig? Das soll mir mal einer erklären. Ich meine, hier wird gearbeitet, klar, den Teil verstehe ich noch, aber warum ist das hier alles so dreckig? Draußen, das sieht aber ziemlich schön aus, muss ich sagen. Also noch haben wir alles. Ich vermute mal. Ja, das ist mein Werkzeugschrank. Okay. Das können wir nicht oben drauf stellen. Ja, schmeißen wir einfach davor. Ist kein Thema. Okay, das nehmen wir. Ah, ne. Gedrückt halten. Das nehmen wir auch noch mit. Das kommt weg. Dann haben wir hier. Nee, J haben wir nicht. Einfach nur bereite vor. Wir brauchen Wasser, 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 Wassereimer.
Und wir haben hier irgendwo da. Geht auch direkt daneben. Das ist zumindest schon mal positiv. Es geht dann nämlich schneller. Theoretischerweise könnte ich ja jetzt hier Piranhas reinsetzen. Oder brauchen die unbedingt so ein riesiges Becken? Das ist jetzt die Frage. Aber ich denke mal, die können auch in so einem Becken drin sein. Warum man da jetzt die Pflanzen überall ausstellt, den Teil habe ich jetzt noch nicht verstanden. Wahrscheinlich, damit man die verkaufen kann oder so. Ich weiß es nicht. So, das stellen wir erstmal weg. Und dann schauen wir mal. Piranhas. 150 Liter. Und was hat das jetzt nochmal? Steht gar nicht drin, wie viel Liter das hat. Das ist immer gut. Steht das denn hier drin? Ah ja, 450. Okay, okay, okay. Das war ja das, was ich meinte. Das wird wahrscheinlich hier auf jeden Fall gehen. Ach so, halt. Ah, bevor ich da aber Fische reinsetze, Hilfe, Hilfe, nehme ich natürlich noch die lebensnotwendigen Sachen hier. Und zwei Lampen, würde ich sagen, kaufe ich auch noch. Weil, warum nicht, ne? Die Frage ist nur, wie kriege ich die da jetzt ran? Ach so. Ah, das geht auch mit der, mit dem Mausrad. Das ist ja cool. Hätte ich vorher vielleicht mal ausprobieren sollen mit dem Mausrad. So ungefähr. Ja, das ist relativ mittig, ne? Zack und zack. So. Einmal natürlich den Filter aktivieren. Du warst die Heizung. Ich glaube, die Piranhas hatte ich bei 25 Grad gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und da das Piranhas sind, machen wir die... Nee, nicht grün. Blau hatten wir noch nicht bisher, ne? Nee, wir machen die rot. Genau. Wir machen die rot und ganz intensiv. Damit die so richtig schön aggro werden, die Piranhas. So, genau. Es sieht scheiße aus. Aber egal. Dann nehmen wir erstmal Piranhas. Piranhas, Piranhas. 1, 2, 3, 4. So, teilt mir eure Sorgen so rum. Nehmen wir nochmal zwei. So, dann brauchen die Dekorationen und Pflanzen. Temperatur war in Ordnung, genau. Und dann werde ich jetzt nicht wieder diesen Fehler machen, sondern ich werde trotz Zeitdruck hier gerade... Art des Wassers. Da steht aber nicht drin, welche Temperatur, ne? Fällt mir gerade so auf. Die kann man auf jeden Fall... Das sind aber nicht die, die ich angeklickt habe. Die kann man auf jeden Fall halten. Nehmen wir die schon mal da rein. Deko brauchen wir ja auch noch so ein bisschen, ne? Fällt mir gerade ein. Ach nee, da kann man jetzt nicht einstellen. Okay. Pflanzen. Noch viel mehr Pflanzen, ja. Erstmal die Dekoration, würde ich sagen. Dekoration ist natürlich immer so eine Sache bei dieser Art von... Das passt ganz gut, oder? Für ein Piranha. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. Aber. Ja toll, jetzt will ich den mal runterfallen lassen. Jetzt funktioniert das nicht. Super. Na, gehst du da rein? Gehst du da rein? Warum willst du da nicht rein?
Ja, natürlich. Dann ist es halt umgeworfen. Dann könnt ihr mich doch mal kreuzweise... Wieso kann man das hier eigentlich nicht drehen? Wieso muss der Schädel jetzt falsch rum sein? Mit C geht auch nicht. XY geht auch nicht. QE auch nicht. RT, keine Ahnung. Ach, Leute. Schmeißen wir den einfach da rein. Kann den halt keiner sehen, was soll's. Nee, Moment, mit Q. Dekorationen sind okay, aber ich brauche noch andere Pflanzen. Pflanzen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier mitzählt. Das ist halt das Problem. Oh, was haben wir denn hier? Schade, aber die können wir nehmen. Und da rein. Es war mir klar, dass das nicht reicht, aber gucken kostet ja nichts, sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall auch okay von den Temperaturen her. Hier noch was rein. Da und hier. Was sagen wir, hier hinten in der Ecke. Zack. Jetzt könnte es vielleicht... Ja, jetzt reicht es aus. Okay, perfekt. Dekorationen könnten vielleicht noch was besser sein, aber was soll's. So, eine Sache, die ich jetzt allerdings gerne vorweg schon mal machen würde. Wir haben jetzt normales Wasser und Fleischfresser. Das heißt, das ist rot. Ja, da stehen sogar die Piranhas drauf. Okay, das heißt, das stelle ich mir schon mal... Achso, das geht dann da nach oben. Stelle ich mir schon mal da oben hin. Was mit dem ist, da bin ich mir nicht so sicher. Schmeiß mal einfach auf den Boden. Ja, ist alles in Ordnung. Stellen wir das mal nach hier vorne hin. Hier hinten kommt nämlich nichts mehr. So. Sehr schön. Wir haben zwar keinen Hintergrund... Ja, 700. Na komm. Ich hasse das zwar irgendwo, aber dann haben wir wenigstens alles. Und hier finde ich das schon so ganz gut. Also wichtig ist, wenn man reinkommt, dass man dann auf die Lichter drauf läuft. Oh, ich kann nicht mehr reden heute. Und dass man das von allen Seiten angucken kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man keinen Hintergrund hat. Ja, 14 Uhr ist Eröffnung, dann können wir uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Sieht doch irgendwie ziemlich cool aus hier. Draußen ist dann nochmal die männliche Variante. Nochmal ein Bild mit verschiedenen Fischen. Man sieht schon... Oh, was ist das denn? Für 5000. Aber das ist dann ein größeres Aquarium, wie wir das gesehen haben. Das heißt, die kann man sich dann auch kaufen. Das ist ja cool. Das wird noch was richtig Geiles und richtig Großes. Ich merke das schon. Für 3000. Oh Gott, was wird das denn? Oh, Moment. Oh, hier steht noch Müll rum. Ah. Vor allen Dingen liegt hier Müll rum. Welcher Idiot hat das denn da hinterlassen? War der Azubi hier wieder am Werk? Die armen Azubis, die geben mir irgendwann mal die Schuld, wenn sie überall gehänselt werden. Ah, komm mit. Muss dich wegwerfen. Die Kunden sind gleich da. Ich meine, weil da mal so ein umgekippter Sack liegt, das ist ja nicht das Problem. Aber wenn jetzt hier die ganzen Dinger hier rumfliegen, ist natürlich nicht so toll. Oh, Leute, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Mist. Muss ich dann hier drauf drücken? Es ist an der Zeit, unsere Ausstellung für die ersten Besucher zu öffnen. Geh zum Computer, um die Ausstellung zu öffnen. Zum Computer. Was lag da denn jetzt schon wieder auf dem Boden? Ach, das haben die selber mitgebracht. Jetzt liegt ja auch noch Müll rum, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Anzahl der Besucher 6. Ja gut, ich habe ja auch nicht so viel. Zufriedenheit 14%. Ja, ihr könnt mich mal. Wisst ihr eigentlich, wie teuer das Ganze hier ist? Verdientes Geld 686. Damit kann ich auf jeden Fall nichts mehr machen. Dein erster Tag auf der Aquaristikausstellung liegt hinter dir. Arbeite an deinen Aquarien, um sie noch besser zu machen. Und du wirst mehr Besucher anziehen und mehr Geld verdienen. Räum den Müll auf, um die Qualität deiner Ausstellung zu verbessern.
Ja, ernsthaft? Das hatte ich eigentlich mal vor. Das ist richtig. Aber irgendwie wolltet ihr nicht, dass ich das mache. Ihr wolltet lieber, dass ich ganz schnell eröffne. Was haben die denn hier mitgebracht? Light Crisps, 30% weniger Fett. Das dürfte wahrscheinlich die Billigvariante von diesen ganz leckeren Chips sein, die ich immer gegessen habe. Die sind nämlich, obwohl die sind 33%, glaube ich. Wieso habe ich jetzt ein neues Level, in dem ich hier rumlaufe? Hallo? Wir haben neue Hintergründe für das Aquarium. Zwei neue Fische, wenn ich das. Drei? Drei neue Fische, ein leuchtender Stein. Oha. Großes Aquarium. Das hört sich gut an. Ach, dann ist das vielleicht das, was an der Seite ist. Wenn das so teuer ist. Doch, das könnte vielleicht sein. Die Hintergründe sehen aber auch ziemlich cool aus. Gebrochenen Krug und so weiter. Doch. Du kannst zwischen deinen Standorten hin und her wechseln. Ja, das weiß ich. Ich muss aber erstmal hier den Müll ein bisschen wegräumen. Wir wollen ja nicht, dass das hier aussieht wie bei Hempels unterm Sofa, ne? Soll ja schon. Es ist ja so eine Edelausstellung hier. Oder es soll zumindest mal eine Edelausstellung werden. Die Frage ist jetzt, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit in dem anderen, in dem ersten aufhalte, weil ich jetzt zum Beispiel Geld verdienen will, und da jetzt ein bisschen Geld farme sozusagen, was passiert dann? Kommen die Besucher hier trotzdem hin? Das wäre noch gut zu wissen. Und wenn ja, machen die mir ja alles dreckig, dass ich eigentlich zwischendurch nochmal da rein müsste? Da darf ich nicht rein, okay. Sieht aber ziemlich geil aus. Ich liebe ja diese chinesischen Sachen. Das ist richtig. Ich habe das im. Was, der Kölner Zoo? Als ich ganz, ganz klein war, da gab es auch so einen Durchgang, also so einen abgetrennten Raum. Und da waren hunderte Schmetterlinge. Was haben wir denn hier schon wieder Schönes? Piggy da oder so. Sieht mir auf jeden Fall sehr nach Energy Drink aus. Ist wieder hier Schleichwerbung mit Billigwaren. So, so. Ab in die Mülltonne. Energy Drinks sind nicht gut für den Körper. Auch wenn wir wahrscheinlich alle schon mal welche getrunken haben. Aber ja, bei mir kam das Herzstottern dadurch. Deswegen. Diese ganze Schleichwerbung hier. Geschenk von einem Freund. Chip Graveyard. Das ist geil. Das habe ich im Übrigen auch. Das ist eine Simulation, bei der man Schiffe auseinander nimmt. Ja, ist das cool. Haben es aber gut reingebracht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hey, das ist dein Freund von Ship Graveyard Simulator. Ich sehe, ihr Geschäft wird immer besser. Wir haben viel gemeinsam. Du magst Fisch und ich verbringe meine ganzen Tage am Meer zwischen Tausenden von Tonnen Stahl, die ich zerlegen und verkaufen muss. Ich kann Ihnen sagen, dass Sie an solchen Orten wahre Schätze finden können. Wenn du es einmal probieren möchtest, komm zu mir rüber. Ich zeige dir, was und wie. Ja, will ich auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall auch ein Video davon machen. Da ich aber nicht weiß, wie interessant oder nicht interessant das jetzt so als Let's Play wäre. Ich meine, hier sieht man immer wieder was Neues. Bei den Schiffen wird es wahrscheinlich eher nicht so sein. Werde ich wahrscheinlich dann nur ein Angespielt machen. Aber ich werde das auf jeden Fall auch noch hochladen. Komm rüber. In der Zwischenzeit schicke ich Ihnen ein paar Miniaturen von Schiffen, die ich zerlegen konnte. Ach so, ich wollte gerade sagen. Und andere Dekorationen als Geschenk. Ich hoffe, sie passen in Ihre Aquarien. Viel Glück. Ah, ein Container ist auch noch dabei. Schiffswrack ist natürlich geil in so einem Aquarium. Also das kann auch richtig, richtig gut aussehen. Da haben wir zwei Stück von bekommen und zwei neue Fische. Das ist richtig, richtig gut. Und da hinten ist schon wieder Müll. Nur Müll hier. Und wieder keine Zeit mal aufzuräumen, weil die nächste Ausstellung schon bald wieder beginnt. So, was ist hiermit? Haben sie hier die Bierflaschen hingestellt oder was? Die müssen wir natürlich auch wegschmeißen. Oder sind die noch von den Bauarbeitern bzw. von den Möbelpackern, die hier alles reingebracht haben? Da ist tatsächlich ein Loch im Tisch drin. Wer hat mir denn bitte hier diesen Dreck verkauft? Ich will doch keine Tische mit Löchern haben. Da brauche ich die 5000, das waren drei, ne? Hätte ich schon gerne. Bin ich ganz ehrlich. Aber das sieht so klein aus. Ich glaube nicht, dass das für die Großen ist. Aber das hier hätte ich auf jeden Fall gerne, dass man hier mal so ein riesiges Aquarium machen kann. Aber das kostet halt auch.
So, was ist mit euch? Muss ich hier noch gucken? Ich muss euch auf jeden Fall mal ein bisschen füttern, ne, bevor ich nach drüben gehe. Das machen wir noch kurz. Jetzt ist hier... Hä, wieso liegt jetzt hier neuer... waren die auch noch bei Meckes oder was? Wieso liegt jetzt hier wieder neuer Müll? Hier ist doch gar keiner gewesen jetzt. Und eben war hier noch alles sauber. Also das ist jetzt wirklich... Ist ja eine Unverschämtheit hier. Vor allem die ganzen Pommes hängen da noch drin. So geht das nicht, Leute. Wofür haben wir denn hier einen Mülleimer? So, aber nichtsdestotrotz, das sieht sehr, sehr schön aus. Nur ich werde mich jetzt zurückbegeben. Eigentlich müssten wir hier von hier mal ein Bild machen, ne? Das wirkt wahrscheinlich besser. Muss man ein bisschen von weiter weg machen, damit dann nicht immer dieses Logo da so blöd drauf ist. Das ist halt sehr nervig. Das ist unten links in der Ecke, wenn das Bild erstellt worden ist. Man kann es nicht ausstellen oder so. Also ein bisschen schräg machen vielleicht noch. Und es sieht halt blöd aus, wenn man dieses Logo dann drin hat, wenn man das jetzt noch damit hochladen würde. Ich könnte es zwar bearbeiten, um es wegzutun, aber ja, es ist trotzdem blöd. Ich kann ja verstehen, dass man Werbung machen möchte und alles, aber es ist halt blöd für die Thumbnails. So. Ist jetzt hier noch irgendwo Müll, der jetzt hier einfach wieder aufgetaucht ist? Sieht nicht so aus. Dann werde ich hier erstmal einmal schnell abspeichern, damit hier nichts mehr passieren kann. Und ja, dann werde ich einmal rausgehen, den Ort wechseln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn irgendwas Interessantes passiert, dann werde ich das mit aufnehmen. Ansonsten werde ich noch so ein bisschen Geld farmen, damit wir hier nochmal wieder ein bisschen was Neues machen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.